Pikachu! Ja, und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen. Ja, ganz überraschend. Ich habe es gerade auf Twitter gesehen. Ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Doch, ich glaube, ich habe davon was gehört, aber es hat mich überhaupt nicht interessiert. Pokémon United. Ja, das MOBA-Game von Pokémon. Ja, eigentlich ist MOBA ja gar nicht so meine Welt, aber das Spiel ist kostenlos. Also was soll's? Können wir doch mal reingucken, wenn es kostenlos ist. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht. Aber wir werden das sehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich dachte mir, ganz ehrlich, wenn es kostenlos ist, dann können wir es doch wenigstens mal ausprobieren. Oder? Das ist doch eigentlich so Possibility. Ich bin der da. Ich habe normale Augen. Eine Frise habe ich auch, ja. Wir machen wieder hier. So sieht, glaube ich, auch unser Charakter in Pokémon so aus, oder? Okay, das ist beides irgendwie katastrophal. Hab ich Busen? Ich hab Busen. Egal, wenn ich oranges Units habe, dann habe ich Busen. Also nämlich orangen Unit. Trainer-ID. Keine Ahnung. Ich glaube, man kann es auf jeden Fall zusammenspielen. Professor Forus. Welcome to Aeos Island. My name is Forus. I am the head of the Aeo Research Institute. I perform research of the mysterious energy known as Aeos Energy, which pervades Aeos Island. You're new here to the island, aren't you? And you have the look of a Pokémon trainer about you. I suppose you came after hearing rumors of our United Battles? United Battles are Pokémon battles that make use of Aeos Energy. But you will have to learn the rules before you practice the United Battles yourself. I will have one of your researchers, Erbi, take care of explaining the rules to you. Erbi, leave it to me, Professor Forus. Nice to meet you, trainer. If an explanation of United Battles is what you need, then I'm your man. Toll. Pikachu. Let's go ahead and have a little practice with the Research Institute's Bug Pikachu. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Ich habe keine Ahnung, was wir überhaupt zu tun haben. Ich weiß überhaupt gar nichts darüber, weil es mich überhaupt nicht interessiert hat. Aber ich wusste gar nicht, dass es kostenlos ist. Und naja, dadurch, dass es kostenlos ist, ich bin halt so eine kostenlos Hure. Und naja, dann kann man es ja mal machen, ne? Here we are. This is the practice area. This is the perfect place to learn the basic of United Battles. United Battles are battles in which Pokémon from teams to face off against each others. The winner of the battle is decided by the final score of both teams when time's running out. Let's start by practicing moving around here in the practicing area. A good job. Keep moving forward. Forward vor allem. Look, a wild Apemon. Aua. Okay. Okay. Collecting Aeos Energy in your United Ball and scoring a goal with that energy in one of the opposing team's goals zone will net your points for your team. Okay, ich habe jetzt die Punkte, also quasi diese Energie habe ich jetzt gesammelt und muss sie jetzt in das Tor von dem Gegnern reinschießen.
Victory goes to the team that scores the most points in its offense goal zones from time runs out. I see you have collected some Eos energy in your United ball. Try scoring a goal. Okay, und dann müssen wir einfach nur hinlaufen. Achso, hold X, ja, jetzt muss ich nur die X. Geil, alle Tasten ausprobiert. Goal! Set the Spirit. Keep collecting Eos Energie to increase your score. Okay. Press R. Dunking. Boah, Dunking. Achso, wir haben dann verschiedene Techniken. Wo sehe ich denn meine Punktzahl? Ach, da unten 7. Elektroball. Kann auch schneller laufen? Haben wir jetzt 12 Punkte oder? Ja, wir haben 12 Punkte. Okay, gut, gut, gut. Ah, you have to look. Defeat wild Pokémon to collect Eos Energy. Achso, das ist der Ausgang. Wir sind keine wild Pokémon. Ach, wild Pokémon. Hey, Pikachu's level up. Time to learn a new move. And once your United move Gauge charged to 100%, you can unleash your super strong United move. Okay. Oh Gott, ein Shillock. Uah, look like an opposing water turtle Shillock. It's defeating the goal zone. You will have to defeat that Shillock. War nicht so stark, wie ich dachte. Jetzt! Oh, Gott sei Dank! When you knock out a paar Pokémon from the opposite team, it may drop some of the Eos energy if it was carrying. Be sure to pick up it mit dem Smith. One of the on the other hand, this means that your opponents may has pick up your hard earned Eos Energy if they knock you out. Keep this in mind when you battle against an opposite team. Dunking! Pikachu Dunking! Completed! Nicely done. Alright, next let's head over to the stadium to practice a team battle. Sieht aber auch noch interessant aus. Verdammt, warum sieht denn das jetzt auch noch interessant aus, das Spiel? Ein Glurak. Alright, let's try a 5-on-5 unit battle with some other trainers. Your Pokémon will be Glurak. Glumanda vor allem. Achso, ich bin er. Hab die da oben im Team und muss gegen die da unten. Okay, 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 gut, gut, gut. Hab ich. Hab ich drinne. Und dann kann man teammäßig auch zu. Alter, das wäre dann eigentlich auch mal Livestream-mäßig, oder? Wenn wir denn so Freundschaftskämpfe machen, das wäre doch eigentlich cool, oder? Ich meine, das Spiel ist kostenlos. Gut, du brauchst Internet, ja, gut. Aber sonst? This is Mare Stadium. It's on one of the actual venues for United Battle. The area show in purple is your team's area and the orange is your opponent's area. The map is split to two paths. One on the top and one on the bottom. Both teams' goal zones are located on this path. Yeah, I see. Successfully deploys Io's energy in an opposing goal zone will earn points from your team.
Ja. This is one of the opposing team's goal zone. You can score goals in this with the Aeos energy you collect. If multiplayer teammates gather in a single goal zone, goals can be scored faster. This is one of your team goal zones. You can recover HP in this, making them very useful when you're in a pinch. Alright, let's go ahead and try out our battle. Don't worry, I'll be here to give you advice when you need it. So just go out and have fun. The team that scores the most points before time's running out wins. Give it your best shot. Glurak starts battle as level 1 Glumanda. It then level ups as the battle progresses and gratefully evolves. Once the battle begins, you will first want to defeat wild Pokémon to collect Aeos Energy. Okay, wir haben 5 Minuten. Ah, ich muss Pokémon töten. Habe ich eine Karte? Brenn! Wir sind Level 3. Knockout 3 Wild Pokémons. Ja, ich laufe. Da! Okay, wir sollten ein bisschen ausweichen. Oh, da laufen wir auch schneller. Oh, muss ich drin stehen bleiben? Ja, wir bleiben. Okay, gut. Drin stehen bleiben. Ich score mal, wa? Komm hier! Ah, look like you're running into one of the opposing team's speed flux zone. This will decrease your movement speed, however your movement speed will increase in your own team's speed flux zone. So be sure to make good use of them. Ja, da komme ich also nicht ran, willst du mir das sagen? Your Pokémon's HP is low. You can recover it. Ja, ich kann gar nichts. Okay, wir sollten... Hilfe! Wah! Helft mir! View Map. Ah. Oh, wir haben uns entwickelt. Okay, jetzt gibt's da... Are you enjoying this unit battle? Achso. Are you enjoying this unit battle? I see your Pokémon has evolved to Glutexo. And you gain EXP points by defeating wild Pokémon or knocking out Pokémon from the opposing team. As Pokémon level up, they may evolve mid-battle as you just did. Go out and earn more EXP. It looks like your Pokémon has grown and can learn more abilities. Zack. Was hat das Ding davon, Alter? Avada Kedavra. Wo sind eigentlich unsere Punktzahl? It looks like your Pokémon can learn new moves. Choose a move to teach your Pokémon. Ich habe keine Ahnung. Ah, wir sind gleich tot. Nein, wir sind tot. When your Pokémon is knocked out, it drops some of the Aeos energy it had collected, but there's no time to be down about it. The Pokémon will soon revive at the base with full HP, ready to dive right back into the battle. Ja, das war jetzt halt ein bisschen unlucky, weil mich diese Skills jetzt ein bisschen abgelenkt haben, ehrlich gesagt. Ah, da bin ich wieder. Oh ja, das war.
Keine Chance. Destroy an opposite gold zone. Destroy? Oh, wir sind ein Glurak. Jetzt gibt's auf die Fresse, Alter. Jetzt gibt's auf die Glurak-Fresse. Brennt alle! Brennt! 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 Ich muss ein Dunking machen. Warte. Bam! Zapdos appears in the central area. Defeating Zapdos make it easier to your team to score. But watch out, Zapdos isn't easy to take on alone. Battle with your teammates. Kommt mit! Da ist ein Zapdos! Mach mal ein Avada Kedavra, ne? Wo ist Zapdos jetzt? Zapdos tot? Ich sehe meinen Score gar nicht. Oh, wir sind schon voll, oder was? You have a huge lead. Ich muss nur mal ganz kurz nach vorne fliegen. Ich muss da ein Dunking machen. Ich muss hier mal ganz kurz Dunking machen. Aua, 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 aua. Vielleicht nicht gerade mitten in der Gruppe. Vielleicht nicht mitten bei den Gegnern ein Dunking machen? Maybe? Aber wir haben vorher noch die Punkte reingeschmissen, also alles gut. Glaube ich. Auch nochmal ein Geowurf. Ja, easy win. Easy win. Das haben wir gut gemacht. Also ich zumindest. Der Rest eher so minder. Main Menü? Ja. Wir haben auf jeden Fall Punkte für irgendwas bekommen. How was it? Did you get a feel for how United Battle works? You can practice like this whenever you like. If you feel the need to train a bit, check out practice on the main menu. To commemorate your first United Battle, I'm going to give you a Pokémon United license as a present. Choose any on your license. Ich will den da. Talons Flame. Ich mag den. Ja, bitte. I see that your trainer level increase after your last battle. You can get commemorative gifts from the United Battle community whenever your train level increased. Press R to open. Here you can check your trainer level and the commemorative gifts for reaching a level und so. Toll, wir haben ein... Na, great. You got a new United License. Having a Pokémon's United License will allow you to take it into battle with you. Slow bro. Achso, und hier können wir dann gucken. Gut, wir kriegen hier irgendwelche Items. Aber... Okay, ich will mich eigentlich nicht... Ne, ich will mich eigentlich jetzt nicht damit beschäftigen. Ich versuche gerade back zu gehen. Aber ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Ah, da ist es wieder. Okay, ich glaube, das Spiel ist gerade jetzt. Es kommt langsam wieder. Ach Gottchen. Okay, wenn wir jeden Tag reingehen, kriegen wir auch irgendetwas. Pokémon New. Entschuldigung, aber. Obtain. Also bitte. Denn jawohl, er ihn, wa? Oh, kostet das Geld? Ich habe kein Geld. Ist das ein Shop oder was? Ich glaube, das ist ein Shop. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, das ist ein Shop. Okay. Ja, das war mal ein kurzer Einblick in das Tutorial von Pokémon United. Ich glaube, wir werden daraus definitiv mal zusammenspielen, oder? Das wird bestimmt mal cool. Das wird bestimmt mal echt lustig.
Ich werde bestimmt, ja, ein paar Folgen werden jetzt erstmal davon bestimmt kommen. Vielleicht nicht regelmäßig, aber es kommen definitiv ein paar Folgen davon, weil es sieht doch ganz interessant aus. Auch wenn das so ein MOBA und, naja, ist ja eigentlich nicht, ne, aber mal gucken. Ich bin jetzt aber raus und, ja, bis zum nächsten Mal dann, ne? Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.